Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wie ich von der Scrum Masterin zur Dienstleisterin eines selbstorganisierten Teams wurde. Mein Name ist Ina, ich bin bei Idealo als Teamleiterin tätig und muss, bevor ich jetzt mit der Story anfange und in den Vortrag einsteigen, ein bisschen was zu meiner Vita sagen, weil es ja schlussendlich um die Rollenbeschreibung geht und die Veränderungen innerhalb der Rolle. Ich bin von Haus aus Diplompädagogin, also ich habe von Technik keine Ahnung. Und ich bin an Technik auch wenig interessiert, dafür aber ganz vielen anderen Dingen. Ich bin wie die Jungfrau zu Scrum gekommen und habe mich auf die Rolle des Scrum Masterin damals spezialisiert mit all den Inhalten, all den Zertifizierungen und all das Tolle, was das auch beinhaltet, diese Rolle. Habe mich dann evolutionär, wie viele andere, dann auch weiterentwickelt in die Agile Coaching Richtung und bin dann rüber auf die dunkle Seite der Macht und habe mich der Führungsrolle gewidmet in Form der Delivery Lead Rolle. Und dadurch entwickelte sich halt die Teamleiterrolle und schlussendlich die Rolle, in der ich heute tätig bin. Das kurz zur Vita. Die Story dahinter ist, weil alles ja, also jede Story hat ja irgendwo einen Startpunkt oder eine Person oder ein Team oder was auch immer. Und natürlich auch in diesem Falle und meine Story ist mehr oder weniger das Rollenverständnis als Teamleiterin und wie ich alles bisherige über Bord geworfen habe, um als Dienstleisterin Neues zu lernen. Und die spannendere Frage, die mir dazu gestellt wurde, als ich einigen so meine Idee zu diesem Vortrag vorgestellt habe, war, ja, was hat sich denn für dich oder auch für das Team geändert? Also das ist ja sonst irgendwie eine nette Rezeptur oder eine Story. Was hat sich denn verändert? Und darauf würde ich heute gerne eingehen und euch ein bisschen mit in meine Welt mitnehmen und ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe im November 2019 in-house einen Team-Switch gemacht. Ich habe mich einfach ein bisschen umorientiert, wollte mal wieder was Neues machen und hatte meinen jetzigen Chef, der mir sagte, er hätte da ein Team für mich, das wären 5 Teammitglieder. Das Anforderungsprofil ist so eine Kombination aus Teamleiterin und irgendwas mit Agile Coach, weil irgendwas mit Agile Coach oder irgendwas mit Scrum Masterei ist in IT als Teamleiterin per se immer ein guter Gimmick an dieser Stelle, so auch in diesem Falle. Und der Arbeitsauftrag von ihm lautete, guck sie dir einfach mal an. Das ist jetzt wenig spezifisch und auch jetzt wenig auftragsklärend an der Stelle. Und wie so häufig, es ist sehr nebulös. Und da war so ein bisschen der Wunsch bei ihm, ne, du wirst schon was finden oder beziehungsweise die Zuversicht, ich werde schon was finden. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe diese Menschen erstmal kennenlernen wollen natürlich und dachte, es wird ein ganz normales Bewerbungsgespräch. 5 Leute und ich, vielleicht noch der Head of Technology, Head of Product, Agile Coach, der zu diesem Zeitpunkt da tätig war. Wir lernen uns erstmal kennen. Dem war nicht so. Ich wurde in eine mitunter fast schäbige Spelunke zu einem Mittags-Kennenlern-Lunch eingeladen und es war so ein bisschen griechisch, indisch, italienisch, gut deutsche bürgerliche Küche. Und da saßen dann irgendwie 35 Leute um mich herum und haben mir quasi, oder wir haben uns gegenseitig beim Essen zugeguckt. Und wir haben uns natürlich auch kennengelernt. Das war die komplette Product Area, also Inventory in dieser Product Area, in der ich tätig bin, mit 3 Teams vertreten, worunter halt dann auch das Team, in dem ich arbeiten sollte, anwesend war. Und dann hat man sich ein bisschen unterhalten. Und die Frage, beziehungsweise die Frage, die halt im Raum stand, so wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit uns als Team vor, ohne technisches Verständnis? Das war zwar immer ein Nebensatz, aber ohne technisches Verständnis wurde doch der Elefant im Raum, der immer größer wurde. Jetzt ist das für mich, dadurch, dass ich ja noch nie technisches Verständnis habe, aber doch durchaus schon viele Teams geleitet habe oder in vielen Teams gearbeitet habe, jetzt nicht so die Frage, die mich aus der Ruhe bringt. Von daher war ich auch, okay, da ist sie wieder. Und dann gilt es natürlich, sich erstmal zu beweisen. Ja, keine Frage, ist diese Frage berechtigt. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja noch andere Dinge anzubieten als technisches Verständnis an dieser Stelle. Dann wurde ich genommen, also irgendwie muss ich überzeugt haben in dem Gespräch und bin dann quasi in diese neue Product Area, kurz um PA, reingekommen. Und man sagt immer in den ganzen Führungskräfteseminaren, dass man als neue Führungskraft, wenn man irgendwo neu in ein neues System kommt, erstmal 100 Tage nur beobachten soll.
100 Tage nur beobachten, das liegt nicht in meiner Natur. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und wir tragen das Herz auf der Zunge. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob alle, die aus dem Ruhrgebiet stammen, aber zumindest ist man ja bekannt dafür. Und ich würde mal behaupten, dass ich das schon sehr repräsentiere. Schlussendlich hat es bei mir 2 Wochen gedauert, dass es aus mir herausplatzt. Und ich habe das für mich verbildlicht, um euch so ein bisschen so das Bild, was das für mich bedeutet hat, mitzugeben. Ich habe rechts mich an einem heiligen Gral versucht, den mal ein bisschen zu skizzieren, weil das Team, was ich vorgefunden habe, war selbstorganisiert. Sie hatten einen Interims-Product-Owner, der Head of Product hat die Rolle übernommen. Es gab manchmal einen Agile-Coach, der in den Dailies gestanden hat oder die Meetings facilitiert hat, Fragen gestellt hat. Es waren alle Meetings aufgesetzt, es gab Reviews, Retrospektiven, es waren alle Artefakte vorhanden. Die Kunden wurden zu den Review-Terminen eingeladen. Es gab ein Jira-Board, morgens in den Dailies kamen Kunden teils und haben gefragt, wie ist der Status quo, wir haben alle miteinander geredet und es war der heilige Gral quasi erreicht. Also meine komplette Vita war darauf ausgelegt, den heiligen Gral zu finden. Es steht aber jetzt noch nicht in meiner Vita geschrieben, was passiert dann. Also die Reise fing für mich dann an, beziehungsweise erstmal gab es einen Stopp, weil ich komplett lost war. Ich bin nicht technische Führungskraft in einem hochtechnischen Umfeld und habe mich auf People, Prozesse und auf all diese allumfassenden agilen Konstrukte spezialisiert und finde ein Team, in das ich hereinkomme, wo ich erstmal gucken soll und finde nichts, wo ich was machen kann, weil alles schon da ist. Für mich erstmal ein katastrophaler Zustand, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ja nichts machen. Also was soll ich hier machen? Die können doch schon alles. Nichtsdestotrotz war mein Chef sehr zuversichtlich und auch das Team, sie wird was finden. Also habe ich mir gedacht, gut, wenn alle so zuversichtlich bin, widme ich mich auch mal irgendwie des Reinemachens und kehre mal durch. Also man kann ja auch mal irgendwie einen Frühjahrsputz machen, in dem Falle halt einen Herbstputz, wie auch immer. Und ich habe alles das, was ich vorher gelernt habe, alle Methoden, alles das, was ich nach Schema F abgerufen habe, alles das, was ich in irgendwelchen Zertifizierungen irgendwann mal gelernt habe, über Bord geworfen und habe gedacht, okay, das, was ich bisher gelernt habe, bisher gemacht habe, funktioniert hier nicht. Ich weiß nicht, was funktioniert. Es wird eine Hybridrolle sein. Hybrid, finde ich, klingt immer irgendwie toll, so eine eierlegende Wollmilchsau. Aber das Anforderungsprofil, was ich denn schlussendlich in diesem Team machen soll, war für mich noch nicht so ganz klar. Also es ist ein Findungsprozess. Die Story geht aber weiter, weil wer sucht, der findet. Wer zuhört, wird auch irgendwann was hören. Und so war es wenig später, dass wir eine Anfrage eines Kunden hatten, der Content, also sind ein Preisvergleich und wir haben ja Menschen, die bei uns die ganzen Produkte anlegen und da kam eine Kategorie, also ein Team auf uns zu, Fashion und Fitness und sagten, könnt ihr mal ein paar Stellschräubchen drehen, um gewisse Zahlen nach oben zu drehen, gar keine Frage, wir sind das Analyseteam, natürlich machen wir das und da ging es erstmal für mich in der Scrum Master Rolle, weil ich hatte jetzt so erstmal nichts anderes zu tun, ein Wording klären, um gemeinsames Verständnis herzustellen. Das Übliche, was man halt macht, wenn zwei unterschiedliche Bereiche zusammenkommen. Der Unterschied zu vorherigen Jobs war, weil ich immer in Backend-Systemen gearbeitet habe, so nah am Produkt war ich noch nie, weil die haben über Turnschuhe und über Schuhe gesprochen. Die kamen ja aus dem Bereich Fashion und Fitness. Und dann sind wir der Fragestellung nachgegangen, was ist denn eigentlich das Problem? Und dann hat der Content, also das Team, mit dem wir zusammengearbeitet haben, erstmal vorgestellt, was denn das Problem ist. Und wir sind immer weiter rein, haben immer mehr Fragen gestellt, um wirklich auf den Kern der Sache vorzustoßen und haben dann festgestellt, dass viele Prozesse oder viele Dinge tatsächlich noch händisch dort stattfinden. Da waren jetzt, als wir auf den Kern gestoßen waren, unglaublich viele andere Bereiche noch involviert. Also es war jetzt nicht nur ein IT-Team, was mal eine Analyse fährt und der Content der Produkte anlegt, sondern nein, das ist ja das ganze Konglomerat, was irgendwie zusammenarbeitet. Mit anderen Worten, durch diese permanente Frage, was ist denn das Problem, haben wir ermittelt, okay, das ist ein dickes Brett. So war der Status quo. Um mal kurz nochmal auf die Rolle zu gucken, was hat sich für mich und für uns oder für dieses Team geändert? Bisher, muss ich ehrlich gestehen, und ich habe da auch nie einen Hehl rausgemacht, war mir das völlig Wumpe, was die Teams delivern, in denen ich gearbeitet habe. Die hätten Schokolade herstellen können oder Raketen bauen. Am Ende des Tages war es egal, weil man natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise hat, wenn man aus einem nicht-technischen Bereich kommt, sich aber auf alle anderen Dinge konzentriert bzw. spezialisiert hat. Jetzt war ich aber sehr nah am Produkt auf einmal dran und habe mit den Teams und mit meinem Team zusammen das Kundenproblem durch den Design-Thinking-Ansatz viel intensiver, viel tiefer betrachtet.
Und wir haben, und auch ich habe, das große Ganze gesehen, was ich vorher nicht den Anspruch hatte, das zu sehen in der Gänze, weil ich eine Teilspezialisierung hatte oder eine andere Spezialisierung. Jetzt fiel es aber leicht, das große Ganze zu sehen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube nicht, dass die Teams, die alle daran beteiligt sind, nicht das große Ganze sehen. Wenn man aber in einem Design Thinking Workshop vor Ort, nicht remote, sondern man sieht Menschen leibhaftig vor sich sitzen und man ist jetzt in einer Scrum Master Rolle in so einer riesengroßen Veranstaltung, dann kann man ja erkennen, wenn gewisse Problemstellungen angesprochen werden, reden die über das Gleiche? Versteht der eine das? Versteht die andere das nicht? Ist die andere abgehangen oder ist sie teils irgendwie gelangweilt, weil guckt in ihr Telefon oder wie auch immer? Das heißt, dadurch konnte ich so ein bisschen mehr in die Scrum Master Rolle reingehen und dachte mir so, okay, das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich davon keine Ahnung habe, dann stelle ich mal die obligatorischen Scrum Master Fragen, habe mich gemeldet und habe so lange Fragen gestellt, bis ich nach links und nach rechts festgestellt habe, dass alle irgendwo, okay. Und als ich für mich in meiner Analyse oder Betrachtungsweise nicht als Scrum Masterin gelernt habe, gesehen habe, es sind alle allein, es sind alle abgeholt, dann ging es los. Und warum hat sich das nochmal für mich an dieser Stelle geändert? Oder was ist der Vorteil an dieser Stelle? Durch das nicht technische Verständnis war mir die Vision am Ende ein Stück weit völlig klar. Also ich habe das Ziel gesehen, weil ich habe ja keine Barrieren in meinem Kopf. Die Schnittstelle XY funktioniert nicht oder mit den APIs anbinden, das kann nicht funktionieren. Das haben wir schon 15 Mal probiert. Das interessiert mich ja nicht nur nicht, sondern ich habe diese Barriere ja nicht im Kopf, dass etwas nicht funktionieren kann. Sondern ich gehe davon aus, wenn mein Telefon mich anhand meines Gesichts oder ich mit Alexa reden kann, dass es so zigtausend Dinge gibt, die man da draußen lösen kann. Warum nicht auch das Problem? Und so bin ich halt völlig motivierend, nicht in einer Scrum Master Rolle, sondern in einer Teamleiterin Rolle, mit der Fahne gehisst, losgezogen mit dem Team. Und It's a Match meint an dieser Stelle einfach nur, das Team, was ich vorgefunden habe, ist ein unglaublich selbstdiszipliniertes, selbstorganisiertes High-Performance-Team. Das heißt, der Teammotivator von Haus aus ist es, die lieben es, Probleme zu lösen. Deswegen ja auch die Problemanalyse. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Um diese ganze, um die Komplexität dieses Gebildes in Gänze wahrzunehmen, um dann eine entsprechende Lösung anzubieten. Der Content, also der Kunde in dem Sinne, hatte ein Problem, offensichtlich. Das haben wir jetzt alle dann festgestellt, dass es da durchaus Punkte gibt, die man mal ändern könnte. Und ich in meiner Teamleiterin-Rolle mit dem, was ich im vorherigen Jobs gelernt habe und was ich von Haus aus mitbringe, ist ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom. Das werden die Agile-Coaches, Scrum-Master unter euch wahrscheinlich bestätigen können, dass der Hang sehr groß ist, andere Menschen zu unterstützen. Und damit hatten wir ein Match. Also wir waren alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort und daraus sind dann halt Dinge entstanden. Jetzt musste ich aber zu meiner Rolle überlegen, ich kann ja jetzt ja nicht als Scrum Masterin sitzen, hat ja nie einer bestellt, das war auch jetzt nicht die Anforderung, sondern die Anforderung ist, Teamleiterin irgendwas mit Agile Coaching. Also habe ich mir überlegt, okay, ich möchte die anderen Rollen aber nicht vernachlässigen, sondern offensichtlich gibt es sie in der Zusammenarbeit mit allen, gibt es den Bedarf. Und was ich tatsächlich mache ist, wenn ich in Meetings sitze, ich setze mir leibhaftig, also ich habe keine wirklichen Mützen, sondern ich tue, als wenn ich meine Mütze aufsetze, und habe das im Nachgang überlegt, wie viele habe ich denn eigentlich? Das heißt, ich habe mir angeguckt, was habe ich bisher gemacht? Was ist in meinem Methodenkoffer drin? Was kann ich an Tools, an Kompetenzen, an Fähigkeiten diesem Team anbieten, was sie brauchen, um ihnen dabei zu helfen, das Problem zu lösen? Also betrachte ich mein Team an dieser Stelle als Kunden. Der Kunde hat ein Problem oder einen Wunsch oder ein Bedürfnis. Und ich überlege, okay, an welcher Stelle kann ich ihm helfen? Oder wo kann ich unterstützen oder wo halt auch nicht? Das heißt, die Captain-Mütze setze ich auf, wenn ich zum Beispiel Informationen habe oder wenn ich weiß, wie der Prozess abzulaufen hat, was das Ziel ist, und dann mache ich eine Ansage. Dann sage ich, ich bin jetzt eure Teamleiterin und wir gehen jetzt in diesen Weg. Wenn ich als Scrum Masterin oder auch als Agile Coachin unterwegs bin, dann gehe ich bewusst auch in den Meetings, die wir remote machen, einmal kurz bewusst aus meiner Rolle raus. Am liebsten, wenn wir wenn ich moderiere, indem ich dann einfach die Scrum Master-Mütze aufsetze. Weil wenn andere Teams anwesend sind oder andere Teamleiter, dann kann ich ja aus meiner Teamleiterposition ja nicht so rumfuchteln oder so Zuckerbrot- und Peitsche-Methoden anwenden. Wenn ich aber die Scrum Masterin-Mütze aufsetze, dann ist es legitim, weil dann geht es um die Moderation und dann geht es um das Endergebnis. Der Enabler ist so ein bisschen die Super Mario-Mütze. Ich habe
Schwierigkeiten mit diesem Enabling-Ansatz, muss ich ehrlich gestehen. Ich favorisiere den Enabling-Ansatz an dieser Stelle, wenn jemand sagt, ich möchte das oder ich möchte gerne Neues erlernen oder ich möchte gerne dahin gebracht werden, wie auch immer. Dann ist es für mich ein leichtes, diese Mütze aufzusetzen und sagen, alles klar, welche Superkraft brauchst du? Wir gehen dahin, wir gucken, was wir, oder was ich möglich machen kann. Das andere ist, ich weiß jetzt nicht, warum ich einen Totenkopf auf die Außenministerin gemalt habe, okay. Es meint aber auch ein bisschen die Revolution anstacheln, aber Außenministerin nicht in Form von Revolution anstacheln, das wäre ein bisschen zu aggressiv, sondern der Wunsch meines Kunden, also meines Teams war, Ina, wir möchten, wenn du draußen mit den Stakeholdern, mit anderen Menschen redest, wenn du unser Team repräsentierst, dass du dir gewisse Dinge aneignest, das sind die Informationen und dass wir den hohen Standard, das High Level, aber auch die Kollegialität, also nicht den Status, den wir repräsentieren, sondern es geht uns immer um die Sache, es geht darum, die Probleme zu lösen, dass du das nach außen repräsentierst und auch präsentierst. Dann habe ich natürlich die Mütze auf und dann ziehe ich mir auch schon mal ein bisschen netter an und dann geht es halt nach draußen. Was sich in Zeiten von Remote fast, also für mich definitiv etabliert hat, was ich vorher aber immer gemacht habe, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist ein explizit Machen dieser Rolle, ist den Pausenclown. Das heißt, wir haben häufig die Situation, ob man jetzt ein selbstorganisiertes Team, High-Performance-Team oder was auch immer für ein Team ist, dieser Remote-Modus macht das mit den Teams. Die Kinder im Hintergrund, die Frau vielleicht genervt oder der Mann einfach ein bisschen überarbeitet, das ist alles völlig legitim. Und was macht der Pausenclown an der Stelle? Er stellt eine gewisse Form von Atmosphäre her. Er lockert Situationen auf. Er nimmt die Sachen einfach an gewissen Art und Weise nicht so ernst. Und wenn ich merke, dass das Team in diesem Modus ist, dass sie gerade nicht eine Ansage brauchen oder eine weitere Frage oder irgendwas anderes, dann mache ich mich auch einfach mal zum Vollaffen. Das sagt man Führungskräften eigentlich, dass sie das nicht tun sollten, weil man macht sich angreifbar, man wird nicht ernst genommen, wenn man sich selber nicht ernst nimmt. Ja, alles richtig. Aber auf der anderen Seite sehe ich mich auch irgendwo als Gastgeberin innerhalb meines Teams und meine Gäste, in dem Falle mein Team, hat das Maximum an Atmosphäre und an Stimmung irgendwie zu erwarten. Und das stelle ich her, indem ich mir dann halt einfach Dinge überlege. Das sind die verschiedenen Mützen, die ich wirklich in den Meetings aufsetze, die Rolle ankündige, die jetzt kommt. Kurzer Zwischenstand zu dem, was ich da schon mal rausziehe für mich. Und was ich auch wichtig finde, dass es nochmal explizit ist. Das haben wir auch gelernt, in dem Team Dinge explizit zu machen. Nicht einfach da sind selbst organisiert, wir lassen es einfach mal so laufen, sondern das rausholen, hinstellen, sich angucken, bewundern oder auch nochmal irgendwie sich betrachten. Und was ich rausgezogen habe, ist zuhören, wirklich zuhören, was das Team will und was auch jeder Einzelne will. Es ist eine vermeintliche Banalität und es ist jetzt wie so, ach, zuhören, ja, das ist jetzt was ganz Neues. Nein, es ist nichts Neues, aber es ist auf vielen Konferenzen, auch in der Vergangenheit, offensichtlich durch Active Listening immer mal wieder Thema, weil man doch feststellt oder auch ich festgestellt habe, auch ich mit einer gewissen Arroganz teilweise agiert habe und nicht mehr zugehört habe, sondern, ja, ich weiß, was ihr braucht, ich weiß, ich habe das ja studiert, ich habe ja die Zertifikate. Nee, hat man nicht, also hat man, aber das hat nichts mit Zuhören zu tun. Das andere ist, finde die Motivatoren deines Teams. Wir wissen, dass man keinen Menschen, kein Team motivieren kann. Man kann das nicht von außen machen, so ihr seid jetzt motiviert, so jetzt seid mal selbst organisiert, seid mal High Performer, seid mal irgendwie freudig mit dem Thema, was man euch da reingekippt hat. Was man da mal machen kann, ist, man kann Motivatoren finden. Die Motivatoren in dem Team, der Hauptmotivator in meinem Team war es, die natürliche Leidenschaft, das natürliche Motiv in ihm verankert, Probleme zu lösen und Menschen, die Probleme haben, Lösungen anzubieten auf technologischer Ebene. Das andere ist, dass ich keine Manipulation anwende oder nicht manipuliere. Ich habe das früher in der Rolle ganz häufig gemacht, dass wenn ich die Antwort kannte, aber zielführende Fragen gestellt habe, obwohl ich es wusste. Und dann irgendwann kamen dann die Entwickler, die gesagt haben, mein Gott, du weißt es doch, dann sag's doch auch. Ich fand das immer so ein bisschen ertappend. Auf der anderen Seite so, ja, warum eigentlich nicht? Ist doch völlig Wumpe, dann sag ich's halt. Also ich manipuliere nicht. Ich sage sogar so ganz kurz zielführende Fragen oder ich würde mal kurz 6W-Fragen stellen. Also ich kündige an oder Suggestivfrage. Das klingt vielleicht sehr lustig, aber dadurch wissen sie immer, was ich gerade vorhabe. Ich sage ihnen auch, was ich vorhabe. Ich manipuliere nicht oder beeinflusse nicht zielführend, wie man es ja auch vielleicht ein bisschen netter formulieren kann. Offenheit über Schwächen und Lernfelder, dann gibt es keine Vermeidungsstrategien.
Ich weiß, dass ich keine Ahnung von Technik habe und ich gebe das offen zu. Ich gebe auch offen zu, dass ich schon ungefähr 7 verschiedene Englischkurse besucht habe, aber mich jetzt nicht fluently mit Leuten auf Englisch unterhalten kann. Es ist ein Denglisch und es ist kein wirklich professionell wirkendes Englisch. Ich übe mich und übe mich und übe mich, aber es scheint irgendwie, es weiß ich nicht, es ist halt einfach so. So, dann sage ich das aber und dann habe ich keine Vermeidungsstrategie. Das heißt, ich habe keinen Stress, ich kann das offen ansprechen, sagen, du, Englisch, erwarte nicht zu viel. Und wenn die Erwartungshaltung ganz weit unten ist, dann komme ich um die Ecke. Das heißt, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine gewisse Offenheit darüber, was man kann, was man nicht kann. Man macht sich dadurch ja nicht angreifbar, sondern man sagt seinem Gegenüber, das kannst du erwarten, das kannst du nicht erwarten. Und dadurch habe ich keine Stressor oder keine Stressfaktoren, indem ich Vermeidungsstrategien anwende. Das habe ich ganz häufig bei Teams beobachtet, dass sie oder bei einzelnen Teammitgliedern, dass sie gewisse Dinge nicht konnten, das Team das auch irgendwie wusste, aber das immer so vertuscht wurde. Und das hat sie in unglaublichen Stress gebracht. Und das kann man tatsächlich aufdecken. Und das ist nicht gut, wenn man Teammitglieder und Menschen hat, die diese Vermeidungsstrategien anwenden müssen. Also das bringt die Menschen tatsächlich auch in eine Notlage. Dadurch, dass ich Diplompädagogin bin, halte ich sehr daran fest, dass eine gesunde Selbst- und Fremdwahrnehmung zu einem erfolgreichen Team dazu beiträgt, aber auch eine Feedback-Kultur durchaus mitgestaltet. Heißt, wenn ich zu mir ehrlich bin, dann kann ich auch zu meinen Mitmenschen ehrlich sein und die dann wiederum auch zu mir. Heißt, bevor Konflikte zum Beispiel entstehen, gebe ich Feedback. Wir haben bei Idealo das Commitment darauf, eine Feedback-Kultur zu leben. Wir haben ganz viele Schulungen, wir haben ganz viele Möglichkeiten, dass wir uns immer wieder gegenseitig Feedback geben. Das hat damit auch zu tun, die Selbstfremdwahrnehmung. Also wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel ständig irgendwas sagen muss oder ich muss ständig irgendwo reinplatzen, irgendwas reden, dann weiß ich das. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, scheint so, dass ich da irgendwie einen Hang zu habe. Jetzt kommt mein Gegenüber und sagt so, Ina, mir ist aufgefallen, also das ist wirklich viel Reden, so. Dann habe ich eine Reflexionsebene geschaffen, indem ich das selbst für mich erkannt habe, aber auch mein Gegenüber mir mehr oder weniger gespiegelt hat, ja, auch ich sehe das. So, und dann habe ich die Reflexionsebene, auf der ich mich befinde, und dann kann ich daraus entscheiden, möchte ich das ändern oder möchte ich das nicht ändern? Und das ist ja bei den Teammitgliedern und bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja genau das Gleiche. Indem ich ihnen spiegel in einer Tour und ihnen auch Feedback gebe, wie ich sie wahrnehme, und sie sich selber immer mal wieder reflektieren oder auch mal die Peer Group fragen, wie nehmt ihr mich denn wahr? Kommen sie langsam dazu oder manche sind schon sofort total an dem Punkt, dass sie sagen, ja, ich weiß, dass es so ist oder ich habe das Feedback bekommen. Das muss nicht negativ sein, aber es ist halt die Grundlage, um daraus für sich selber zu entscheiden, möchte ich ein Lernfeld für mich etablieren, möchte ich motiviert etwas Neues lernen oder möchte ich an dieser Stelle so sein, wie ich bin und das genauso lassen. Bei mir ist es einfach, ich habe mich damit abgefunden, ich habe ein Tourette. Ich möchte keinem zu nahe treten, der ein Tourette hat, aber bei mir ist es, es kommt in den Kopf und bupp, ist es aus dem Mund raus. Ich habe das wirklich probiert per Impulskontrolle, es funktioniert nicht. Also von daher habe ich mich damit abgefunden, das als Feature quasi hinzugefügt und nicht als Bug abgehakt. Dann werde ich häufig gefragt, wenn dann Leute aus anderen Bereichen kommen, sag mal, Ina, du bist jetzt Teamleiterin in der IT ohne technischen Background, ja. Was machst du da den ganzen Tag? Das ist eine gute Frage, weil man könnte ja sagen, Termine einstellen, Urlaubsanträge genehmigen oder was weiß ich, was machen. Das ist nicht besonders umfangreich und es würde auch die Art oder das, wofür ich stehe oder das, was ich gerne mache, jetzt auch nicht so besonders gut repräsentieren. Ich bin ein sehr visueller Mensch, also habe ich im Büro tatsächlich noch, also jetzt bin ich wieder im Büro, nicht zu Hause, aber früher, vor Corona, habe ich im Büro hinter mir einmal die Kapitänin hingehangen, die Coachin, dann einmal Lea in dem wirklich großartigen Sinne Revolution anzustacheln, Reibung herzustellen, den Status quo in Frage zu stellen, gegen die Obrigkeit zu kämpfen, das ist so die Scrum Masterin in mir und so ein bisschen was, irgendwas mit Feedback, irgendwann mal als alte Oma in so einem schäbigen Niki-Anzug, süß, klein, wackelig und dann mit dem Mittelfinger durch die Gegend zu wandern. Irgendwas mit Feedback. Also das repräsentiert ein bisschen in Bildsprache das Mindset, mit dem ich da bin. Heißt, wenn man auf die linke Seite guckt und sich die blauen Wölkchen mal anguckt, stehe ich dafür, Selbstorganisation braucht Führung. Punkt.
dass, also jeder, der mit mir darüber diskutieren möchte, dass es auch anders funktionieren kann, bin ich jederzeit offen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, selbst das High-Performance, selbstorganisierteste Team, in dem ich gearbeitet habe, braucht Führung, braucht Ansagen, braucht Klarheit, braucht Verantwortlichkeiten. Punkt. Das Recruiting-Prinzip, nachdem wir rekrutieren, und ich habe 5 Mitarbeiter übernommen, wir sind mittlerweile bei 13. Also es ist eine horrende Anzahl dazugekommen. Und das Recruiting-Prinzip, nachdem ich rekrutiert habe mit allen zusammen, ist das Gleich und Gleich gesellt sich gern-Prinzip. Ich fahre nicht einfach nur so einen Diversity-Ansatz, weil das per se gut ist, viele verschiedene Menschen zusammenzusetzen und am Ende schüttelt man und da kommt was Gutes bei rum, sondern die Grundwerte, um einmal ein Wölkchen herunterzugehen, die Grundwerte müssen von Anfang an ja da sein. Das heißt, wenn ich Menschen rekrutiere und sage, das ist ein selbstorganisiertes High-Performance-Team, die Arbeitseinstellung, die die haben, die Disziplin, die die haben und auch den Anspruch, State-of-the-Art technologisch zu lernen oder irgendwie zu etablieren, der ist ja von Haus aus da. Das kann ich ja keinem Menschen beibringen. Das heißt, das ist das Grundprinzip, dass wir sagen, Gleich und Gleich an dieser Stelle gesellt sich gern, so haben wir rekrutiert. Und die finale Frage, die ich immer gestellt habe, nachdem die fachlichen Skills, die technischen Skills da waren, das Zwischenmenschliche gestimmt hat, könntet ihr euch vorstellen, mit der Person ein Bierchen trinken zu gehen? Und wenn das mit Ja beantwortet wurde, dann hatten wir ein Match an der Stelle und dann haben wir den Kandidaten oder die Kandidatin dann eingeladen und meistens dann halt auch für uns gewinnen können. Also die Grundwerte müssen von Anfang an da sein, weil ich keinen Menschen verändern kann. Ich kann nur mit dem arbeiten, was der Mensch entscheidet, mitzubringen. Das andere ist, dass wir in der Product Area, in der ich tätig bin, und das sind ja nicht, das ist nicht ein Team, das sind 3 Teams, ist es erstmal machen. Entschuldigen kann man sich immer noch. Das klingt vielleicht ein bisschen gemein, das meint aber gar nicht den gemeinen Ansatz, sondern es meint eigentlich den Schaffensprozess. Einfach machen. Erstmal machen. Man kann 15.000 Mal Runden drehen, Follow-ups machen, fragen und gucken, aber dann ist es am Ende des Tages, ist es dann machen, ist einfach besser. So glauben wir. Auf der anderen Seite, im Coaching-Bereich, ist meine Haltung, meine absolute Haltung, ask the team mit aller Konsequenz. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, und ich habe viele Fragen, manchmal habe ich auch Ansagen, aber wenn ich eine Frage habe und das Team antwortet, dann nehme ich diese Antwort und trage sie in jeglicher Konsequenz. Ich habe das häufig erlebt, dass Teams gefragt wurden, wie sie das denn machen würden oder was ihre Meinung dazu wäre. Man hat sich darüber hinweggesetzt, man hat zwar gefragt, aber hat sich dann auch gedacht, ja, wir machen es trotzdem anders, dann frage ich nicht, dann sage ich. Weil das macht man mit Teams 2-3 Mal und dann sagen die sich irgendwann, alles klar, dann machen wir so, wie wir meinen. Das ist so das Feedback, was ich auch in Retrospektive mitbekommen habe. Das ist der Effekt, der das nach sich zieht. Das ist einfach zu rigoros. Und erst ein Team mit aller Konsequenz ist eine feine Sache, wenn man Fragen hat und wenn man die Antworten auch hören möchte. Ich plädiere, beziehungsweise ich bin eine große Freundin von Komfortzonen. Ich finde, die müssen auch so richtig komfortabel eingerichtet sein. Da muss eine Couch drin stehen, das muss muckelig warm sein und da darf man sich drin aufhalten, das ist sicher, da kommt keiner reingeplatzt, sondern da darf man drin schalten und walten, wie man möchte. Wenn man mal rausgehen möchte vor die Tür, jetzt ist ja ein bisschen kalt, aber kann ja sein, dass schön Wetter ist, man möchte mal rausgehen, dann ist es die Entscheidung der Person, da rauszukommen. Was ich aber nicht mache, ist dieser Out-of-your-Comfort-Zone-Quatsch, wo es immer heißt, alles, was außerhalb der Komfortzone ist, das ist total super und die Komfortzone ist was ganz Schreckliches und was ganz Böses. Mitarbeiter bringen eine Menge mit, die sollen sich in ihrer Art und Weise und in ihrer Persönlichkeit ja auch irgendwo sicher fühlen. Und deswegen Komfortzonen an dieser Stelle sind was Großartiges. Und Feedback-Kultur, Lead by Example oder Eat Your Own Dog Food oder Practice What You Preach. Ich habe es auch viel erlebt, wo das nicht gelebt wurde. Das fand ich immer zum Kotzen. Also habe ich mir gedacht, mach es besser, weil meckern kann man ja immer, aber es dann tatsächlich selber anders machen, das ist ja nochmal was anderes. Ich gebe den ganzen Tag völlig ungefragt Feedback an jeden, auch den, der es nicht hören möchte. Ich bin Senderin, ich spiegel, ich gebe Feedback. Was mein Gegenüber damit macht, das ist freigestellt. Aber im Endeffekt tue ich nicht, ich lasse keine Konflikte hochschwelen, wenn ich merke, ah, okay, da habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ich gehe nochmal hin, ich frage nochmal nach. Das ist das, was ich mehr oder weniger auch den ganzen Tag tue. Die Feedback-Kultur fördern und auch von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genau das einfordern und das auch einen Rahmen dafür schaffen, dass sie das tun können.
Jetzt wird häufig die Frage gestellt, wie kann sie denn oder wie kannst du denn im Rahmen deiner Rolle Entscheidungen treffen? Das ist eine gute Frage, weil ich das ja nicht am Ende des Tages alleine bin. Was ich euch aber mit diesem Bild mitgeben möchte, das ist ein bisschen, nein, anders. Ich muss einmal kurz rauszoomen und euch einmal mitnehmen auf 3 Jahre früher, die Agile Leadership in Amsterdam. Da kam eine Frau auf die Bühne, ihr Name ist Jitzke Krämer, die hat ein Buch geschrieben, How to Build Tribes. Großartiges Buch, kann ich jedem empfehlen. Ich mache keine Buchwerbung, aber wenn man mich dann fragen würde, was dann das? Die ist Anthropologin. Die kommt nicht aus einem psychologischen Bereich oder aus einem agilen Kontext und hat irgendwelche neuen Rezepturen oder was weiß ich, alter Wein in neuen Schläuchen, sondern die erklärt viele Dinge vom Ursprung her. Dass wenn man das, glaube ich, grundlegend einmal begriffen hat, dann ist auch alles andere, was danach kommt, wie Active Listening, Radical Candor, ich will es nicht absprechen, aber es ist in dem Sinne ja auch nichts Neues, sondern es ist ja auch nochmal neu aufgelegt worden. Was möchte ich mit diesem Bild sagen? Dieses Bild unterteilt sich in eine Gewichtung von 50-50. Auf der linken Seite seht ihr Power und auf der rechten Seite seht ihr Love. Und was die Jitzke Krämer sagt, ist, wenn ihr eine Company habt, da sollten alle aufstehen, alle Manager, alle wichtigen Führungsmenschen sollten klatschen. Wie viel Power habt ihr oder habt ihr hauptsächlich Power in eurem Unternehmen oder hauptsächlich Love? Viele bei Power, viele bei Love. Und dann hat sie gefragt, wer ist denn 50-50? Da standen nicht so viele auf. Und das war, glaube ich, so der Kasus Knacktus, wo sie gesagt hatte, 50-50. Alles, was auf der Power-Seite steht, das ist ein bisschen das Prinzip Idealo First, also Company First, Team Second, Individual Third. Da geht es darum, alles, was businesslastig ist, was Power-Begriffe sind, was KPIs, OKR, USP und so weiter und so fort. Das ist das pure Business. Da geht es ums Geldverdienen, um Kapitalismus, um höher, schneller, weiter. Das ist ja die Existenzberechtigung, in der wir ja auch tätig sind. Also es ist ja nicht die Wohlfahrt, sondern es geht ja darum, am Ende des Tages Geld zu verdienen, das in dem Power-Bereich absolut abgebildet ist und auch total wichtig ist, weil ohne das geht es nicht. Auf der anderen Seite aber völlig gleichwertig in der Waage 50-50 ist der Love-Bereich. Da geht es nicht um Company First, Team Second, Individual Third. Da geht es darum, Individual First, Team Second, Company Third. Das heißt, wenn ich zum Beispiel alle vertrauensfördernden Aspekte, alle weichmachenden, das sind ja die Sachen, die ein bisschen softer klingen, die kommen auf die Love-Seite, weil jeder von euch wird sich Gedanken darüber machen, fühlt sich der Mitarbeiter wohl, hat er einen ordentlich eingerichteten Arbeitsplatz, ist der Kaffee in Ordnung, den er trinkt, haben wir verschiedene Milchsorten für gegebenenfalls Laktoseintoleranzen. Das ist ja kein Power-Bereich, das ist eher auf der Love-Seite, damit wir uns alle wohlfühlen. Wir werden gepampert, wir werden umsorgt und wir werden natürlich mit ganz gut ausgebildeten Menschen um uns herum irgendwie versorgt, dass es uns persönlich, mir als Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin halt gut geht. So, und wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffe, dann gehe ich auf der linken Seite als Teamleiterin rein und dann mache ich eine Ansage. Und dann interessiert es mich nicht, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das gut findet oder nicht gut findet. Den frage ich auch nicht nach, sondern es gibt eine Ansage, auf der es geht um die Company. Es geht darum, dass wir etwas voranbringen, das vorantreiben. Ob du dich damit wohlfühlst oder nicht wohlfühlst, das geht ja nicht um dich. Das ist ja keine One-Man- oder One-Woman-Show an dieser Stelle. Wenn ich aber als Teamleiterin auf die Love-Seite gehe und Face-to-Faces führe beispielsweise, dann ist es natürlich irrelevant, was Idealo an dieser in der Ausrichtung der Business Cases und so weiter irgendwie formuliert, sondern da geht es darum, so, hey, wie geht's dir? Was kann ich tun, damit du dich zum Beispiel auf der linken Seite mit den Power-Bereichen besser identifizierst, dass du aligned bist, dass du dich committen kannst? Was brauchst du? Und dann geht es darum, halt in den Love-Bereich einzusteigen. Und das, was ich damit sagen möchte, warum ich dieses Bild versucht habe, so zu malen, ist, dass es zu 50-50 ist. Es ist beides total gleichwertig. Und der Love-Bereich wird häufiger mal so ein bisschen fallen lassen, war es nicht so wichtig, der Power-Bereich sehr hoch. Oder auch andersrum. Es gibt ja auch viele Firmen, da ist so ein absoluter Kuschelkurs angesagt, so, Power, das ist ein Geldverdiener, ja, das ist wichtig, aber jetzt nicht so wichtig. Das ist die 50-50, die Waage. Das ist das, was sie gesagt hatte und das, was ich zu 100% unterschreibe. Und das bringe ich in meiner Rolle als Dienstleisterin für mein Team rein. Genau diese beiden Sachen zu 50-50% abzudecken. Das ist der Anspruch, den ich an mich habe, an meine Rolle habe, den aber auch das Team an mich und an meine Rolle hat. Die Learnings, die ich in der ganzen Zeit oder in diesem etwas, ja, ein Jahr, es ist jetzt etwas länger als ein Jahr, die ich für mich rausgezogen habe, warum als Dienstleisterin, warum nicht weiter als Teamleiterin oder als Scrum Masterin oder warum nicht als wie auch immer.
sondern warum jetzt in dieser Dienstleistungsrolle? Ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich nehme aber für mich mit, dass ich definitiv auch jetzt in dieser Situation, ich habe viele, ah, wow, toll, cool, Erlebnisse gehabt und könnte da jetzt mein neues Schema F rausstricken, was ich jetzt abspule. Das wird nicht der Fall sein, weil ich von Anfang an offen bleiben muss, weil wir fahren auf Sicht, wir sind in Zeiten von Corona, wir arbeiten remote, wir haben viele neue Herausforderungen. Also ich muss offen bleiben und immer wieder am Team dran zuhören, was brauchen die nicht. Also die Offenheit, einfach stetig weiterleben und zuhören, immer wieder zuhören. Es klingt so banal, aber es ist so unglaublich schwierig, dass das Gehirn nicht sagt, oh, ich kenne das Problem oder ich weiß sofort die Lösung, sondern nochmal reinfragen, was ist das Problem? Nochmal wiederholen, habe ich das richtig verstanden? Und wenn man das in dieser Art und Weise tut, dann kann man Bedürfnisse und Unterschiede wahrnehmen bei den einzelnen Mitarbeitern, bei dem Team, aber auch bei Randteams, also bei, wenn man das System ein bisschen größer fasst und nicht nur bei seinem eigenen System bleibt. Das heißt, durch diese Haltung des Arbeitens und durch diese Bubbles, die ich im Vorbild auch gezeigt habe, mit welcher Haltung ich da reingehe oder wie auch immer, ist das absolute Augenhöhe-Prinzip. Also ich bin auf absoluter Augenhöhe mit denen. Ich bin nicht besser, nur weil ich irgendwie, weiß nicht, einen Urlaubsantrag genehmige oder weil ich dann die Führungskraft bin, sondern ich sehe mich an dieser Stelle maximal auf Augenhöhe als Dienstleisterin. Radikale Ehrlichkeit, muss man es radikal nennen? Warum kann man nicht einfach sagen Ehrlichkeit? Aber okay, wenn es das Radikale ist, was das Ganze dann schlussendlich zum Erfolg bringt, ja, natürlich radikal ehrlich sein. Da hast du einfach dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin kurz beiseite nehmen und sagen, echt jetzt, was war das für eine Kacke? Einfach mal sagen und dann, wenn man eine gute Verbindung zueinander hat, das kann man jetzt auch nicht jedem sagen, aber das ist doch mehr oder weniger das, wo man am besten mit arbeiten kann. Wenn mir sagt, Nina, das ist ja alles ganz nett, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt echt was anderes erwartet. Ah, okay, das ist eine Form von Feedback, da kann ich mit arbeiten, dann kann ich ja was anders machen. Dann habe ich die Chance, Dinge zu verändern, mich zu verändern, was auch immer. Wenn ich das nicht bekomme, dann bleibt vieles ja so, wie es ist. Und deswegen radikale Ehrlichkeit an dieser Stelle ist eine feine Sache. Durch den Zugang zueinander und durch diese Offenheit und die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, kann ich nur sagen, kennt euer Team. Kennt jeden einzelnen Mitarbeiter, wisst, wie die Kinder heißen, wie der Familienstand ist. Sind die zu Hause, die Elternpaare, ne, wenn der Mitarbeiter verheiratet ist oder Mitarbeiterin, sind die als Team aufgestellt oder sind das Listenschreiber? Ich habe heute 5 Stunden gearbeitet, du hast 3 Stunden. Das merkt man. Man sieht den Leuten das an und man hört es raus und man lernt sie ja besser kennen, wenn man sich halt mit ihnen persönlich intensiv beschäftigt. Wie heißen die Kinder? Weil da sitzt ja ständig einer irgendwie auf dem Schoß, sitzt auf der Schulter oder spielt Trommel oder irgendwie kommt rein und will essen oder aufs Klo oder wie auch immer. Das heißt, die Kinder sind natürlich auch, das ist Teil des Lebens der Teammitglieder. Ich kenne alle Kinder, ich kenne die Namen und ich weiß auch, welche Ereignisse anstehen. Nicht, weil ich mir das aufschreibe, sondern weil es mich einfach interessiert. Es interessiert mich, wer mein Gegenüber ist, was er von Haus aus mitbringt und warum er so ist, wie er ist. Dann wird es für mich spannend und das ist das, was ich mitbringe und was ich mit großer Leidenschaft einfach, das interessiert mich halt einfach. Und das Vertrauen, das ist das Fazit, was wir in vielen Retrospektiven, in unserer Weihnachtsretrospektive war wirklich phänomenal, das Vertrauen, das wir untereinander etabliert haben, aufgrund dieser Arbeitsweise, die wir umgestellt haben oder wo wir uns einfach drauf committed haben, ist Vertrauen für uns ein Ergebnis geworden. Das ist einfach passiert. Das war nicht das Ziel, reinzugehen, so, ich habe von Technik keine Ahnung, aber Vertrauen kann ich aufbauen. Das war jetzt nicht irgendwie die Bande, die ich gespielt habe, sondern es hat sich, dieses Wort war allumwunden. Das kam immer wieder hoch, Vertrauen. Wir haben eine gute Vertrauensebene. Wir haben in Zeiten von Remote ja all diese Dinge gemacht und wir haben immer gesagt, wir lassen keinen zurück. Wenn einer ein High-Performer ist, aber aufgrund der Situation gerade so ein bisschen irgendwie, oh Gott, leergefegt ist oder keine Zeit hat, weil die Kinder da sind, kein schlechtes Gewissen machen, sondern sagen, okay, zieh dich mal raus, wir übernehmen, wir lassen keinen zurück. Und diese ganze Art und Weise, auch sehr radikal, sehr ehrlich, sehr hilfsbereit, leave no one behind, wir haben das in Gänze gelebt und das Vertrauen ist, das ist da und daraus kann ich nur sagen, das ist das Größte und das für mich der heilige Gral und noch weitaus darüber oder noch mehr als nur das. Es hat für mich fast eins werden im Team oder irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist das Umfeld, in dem ich arbeiten möchte. Das ist um mich rum und da kann ich mich komplett entfalten und kann alles abrufen, was ich bisher gemacht habe. Und am Ende ist es so,
dass ich als Teamleiterin, und das ist die einzige, das ist der Unterschied. Am Ende des Tages bin ich als Teamleiterin für dieses Team verantwortlich. Und sie wissen und sie vertrauen mir, egal was ist, egal welche Anfrage kommt und egal wie auch immer das aussieht da draußen, ich stelle mich sofort vor sie. Also wenn irgendwer kommt, irgendwen aus meinem Team oder irgendwie, was weiß ich, unsinnige Dinge sagt, behauptet oder was auch immer, oder Missverständnisse gibt es ja auch ganz viele, da gehe ich wie eine Löwin rein. Da stelle ich mich vor, da werden die Schotten dicht gemacht und dann gehe ich gerne auch mal vor die Tür. Es tut jetzt nicht weh, aber zumindest bin ich auch da irgendwie sehr ehrlich oder zumindest verteidige sie dann auch in der Außenministerin, egal welche Mütze ich dann aufsetzen muss oder welche Handschuhe dann. So sieht es aus. Heute. Wir haben den Dienstleistungsgedanken, wir haben das einfach durchgezogen. Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, wir haben viele Kritiker gehabt, wir haben unseren Head of Technology gehabt, der gesagt hat, okay, macht ihr das mal, ich behalte das im Auge und wenn ich irgendwann mal feststelle, es funktioniert nicht, dann würde ich mein Veto einlegen. Das haben wir gemacht, wir haben immer wieder geguckt und gecheckt, funktioniert das noch, sind wir noch on track, ist alles in Ordnung. Und wir müssen sagen, wir sind von 5 Personen in Zeiten von Corona, komplett remote, auf 13 Personen gewachsen. Wir sind kein Team mehr, weil 13 Personen ist kein Team mehr, das ist ein Teampool. Und wir haben auch gesagt, wir sind bewusst, wir sind ein Teampool. Ich habe das Team gefragt, möchtet ihr euch bei der Anzahl von Personen nicht vielleicht irgendwie, sollen wir den Split machen? Ich habe die Frage gestellt. Ne? Wenn man die Frage stellt, dann muss man auch mit der Antwort leben. Das Team hat gesagt, nein, wir möchten ein Teampool bleiben. Wir wollen zusammenbleiben, weil so wie wir bisher gearbeitet haben, fühlt sich gut an, wir wollen nicht gesplittet werden. Okay, dann haben wir trotzdem zwei Themen innerhalb des Teams. Also haben wir uns einen zweiten PO dazu geholt und einen zweiten TL. Und so sieht es heute aus, dass wir eine Art der Mitose haben. Das heißt, wir haben zwei Produkte, die wir betreuen. Und wir haben auch eigentlich zwei Namen, aber wir sind dennoch ein Teampool. Das heißt, wir haben Meetings getrennt, aber auch viele zusammen. Wenn irgendwelche Events oder irgendwas ansteht, sind wir immer alle zusammen. Also das haben wir uns tatsächlich beibehalten. Und das Experiment an dieser Stelle, in dieser Situation, wie das weitergeht, wie gesagt, keine Ahnung, wir bleiben offen, wir gucken. Das Experiment, dieses Team als Dienstleisterin zu führen, geht für mich an dieser Stelle definitiv weiter. Ich brenne da sehr für, ich plädiere da sehr für und ich kann nur Positives daraus ziehen, wenn man sein Team nicht in einer Tour enabled, sondern wenn man sein Team wirklich maximal als Dienstleisterin betreut und ihm alles an die Seite stellt, was dieses Team braucht, um Großes zu vollbringen oder um einfach arbeitsfähig zu sein. Das ist so mein Fazit, das, was ich daraus ziehen kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind oder wenn Feedback kommt, wenn Kritik kommt, wenn Leute sich mit mir austauschen möchten oder in Kontakt treten möchten, voll gerne. Ich bin da sehr offen und sehr gespannt, was es so an Feedback da draußen gibt in meine Richtung. Vielen Dank. Mhm.